Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Schorfer René von Schwarzenbergplatz und ich bereichere kulinarisch euer Leben. Wie gehst du mit Extrawürsten von Kundinnen und Kunden um? Im Grunde genommen kann jeder Kunde für uns alles haben, was er möchte. Ja? Und bei uns ist auch hochgeschrieben die Diskretion. Also wenn er irgendwas Ausgefallenes will, für Dame ein Champagnerfrühstück mit einer Käsekreine, dann kriegt das auch bei uns. Wie viele Würstel isst du selbst am Tag? Also Würstel esse ich jeden zweiten Tag. Und nicht, weil ich es muss, weil es weg muss, weil es mir einfach schmecken. Wir haben so eine hohe Qualität. Und eins würde ich empfehlen, um nicht abzuschweifen, esst immer die Würstel, die der Würstler selber isst, ja, weil dann kann es nicht falsch sein. Ja. Wie reagieren die Leute auf dich als Würstelstandbetreiber? Ich glaube, dass man als Würstler oft unterschätzt wird und das nutze ich auch ziemlich oft auf, muss ich sagen. Weil wenn die Leute zu dir herkommen, die total unterschätzen, ja, kommen es manchmal nicht alle, vielleicht jetzt überhaupt nicht mehr, aber früher von oben auf dich herab. Und dann merkst du eigentlich drauf, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, dass sie dich zu schätzen wissen, in dir tief weiterbohren, ja, und dann kommen die interessantesten Gespräche raus, ja, weil sie einfach nicht damit rechnen, dass du ihnen intellektuell gewachsen bist, und das ist einfach schön für mich. Wer sind deine Stammgäste? Also meine Stammgäste gibt es in der Person, weil das sind die Gäste von gestern, die Stammgäste von heute und die Freunde von morgen. Ja. Und sie kommen und gehen. Ich habe dann gehabt, der war 40 Jahre in dem Büro hinter mir, ist in Pension gegangen, hat eine Lücke gemacht, kommt der Neiger, schließt die Lücke wieder. Ja. Und ist einfach schön. Wie hat sich die Würstelstandszene in den letzten Jahren verändert? Die Wiener Würstelstandskultur ist in Wien überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das gehört eigentlich zu dieser kulinarischen Esskulturszene Wiens. Leider sind wir noch nicht dabei, so wie das Wiener Riesenrad oder der Gemeindebau. Aber meiner Meinung nach sollte es genauso zu Wien wie das Fiaker zum Stephansdom. Was war das Schrägste, das dir während deiner Schicht je passiert ist? Da war einer in der Arena mit seiner Frau und der hat dort auf der Bühne seiner Frau einen Antrag gemacht und auf dem Grund, dass sie ja gesagt hat, sind sie zu mir hergekommen, das Hochzeitsverlobungsessen zu machen. Wie stehst du zu Veganismus? Ich finde Veganismus und vegetarische Sachen prinzipiell super, wir haben das daheim genauso gut, aber mittlerweile hat mir noch keiner eine gute Tofu-Wurst gebrochen, die meinem Qualitätsstandard entspricht, sonst würde ich sie sofort am Grühen und euch damit verwöhnen.